ein Chrome Hearts Hoodie in weiß. Auf den ersten Griff fühlt sich das eher an wie ein Bademantel und schaut auch ein bisschen wie ein Bademantel aus, wenn wir uns ehrlich sind. Der Leute, was geht ab? Maximilian am Start und ich begrüße euch zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Ja, liebe Leute, lange es gedauert, aber heute ist es endlich soweit. Mal wieder Zeit für ein Fashion Pack Opening. Wie einige von euch mitbekommen haben, habe ich ja vor kurzem wieder ein paar Black Friday Deals gemacht, unter anderem auch einen Shopping Stream, bei dem die Dinge, die wir heute auspacken, auch bestellt wurden. Hier nochmal abchecken. Und ich habe aber rundherum auch noch ein paar andere Dinge bestellt, die ich nicht wirklich so in den Streams veröffentlicht habe. Wer auf Instagram dabei ist, der kriegt natürlich mit, was ich mir da ab und an gönne und sieht natürlich dann auch, wie die Fits an mir passen. Das heißt, wer sehen möchte, wie diese Dinge an mir aussehen, einfach auf Instagram abchecken, vorbeischauen, Freunde. Es hat ewig gedauert, keine Ahnung, die Versanddienste, die sind weltweit überfordert, dementsprechend dauert das alles etwas länger, aber jetzt ist der Großteil angekommen. Ja, der Großteil sage ich noch nicht alles, ein paar Dinge habe ich schon vorab, ich konnte mich nicht zurückhalten, ausgepackt und auch schon getragen und auf Instagram Bilder damit gemacht, wie zum Beispiel meine absolut favorite College-Jacke, falls man College-Jacke dazu sagen kann, von Represent. Für die habe ich bezahlt, ich glaube, 350, 400 Euro, ich weiß es nicht mehr ganz genau, aber die ist wirklich absolut nice. Wir haben hier so ein Stitching in so einem Teppichmuster fast schon, wenn man da drüber greift, das ist relativ hart, gefällt mir irrsinnig gut. Natürlich klassisch auch mit diesem Hund und dem Skelett, wie wir das von Represent kennen. Wir haben vorne dann nochmal zwei so Stitchings hier. Keine Ahnung, leave them all behind, never ride faster than your angel can fly. Also ganz, 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 ganz wichtige Sprüche, die da vorne stehen. Finde ich aber sehr, sehr cool. Jacke ist gesteppt, hält auch relativ warm. Habe ich draußen schon des Öfteren getragen, wie eine normale Winterjacke trage ich die. Und fit ist auch ziemlich nice. Ich zeige euch das mal. So ist der Fit, finde ich relativ cool. Passt vom Fit her perfekt. Eine L trage ich hier. Schaut auch hinten relativ breit aus. Also ich bin absolut zufrieden mit dieser Jacke. Der Kopf hat sich für mich auf jeden Fall gelohnt. So. Ja, Freunde. Kleiderschrank. Neu sortiert. Huh? Schaut ein bisschen clean aus, habe ich mal gedacht. So. Schauen wir rein zum nächsten Piece, das ich noch nicht ausgepackt habe. Das ist seit, ich glaube, einer Woche da. Und ich warte die ganze Zeit darauf, das endlich auszupacken. Das ist eine Bestellung von Harrods. Und das ist wahrscheinlich ein Shirt, das sehr vielen von euch nicht gefallen wird, weil es ein bisschen übertrieben ist. Ich habe es aber gesehen und mir gedacht, nice, muss ich mir holen. Habe schon die Kombi mit den Travis Scott Schuhen und den pinken Laces im Kopf gehabt. Das Paket ist von Harrods. Ich habe es noch nicht aufgemacht, sondern ich habe es nur hier schon mal aufgerissen. Und dann so etwas reingelunzt, deswegen weiß ich, was da drin ist. Oh, Freunde, okay. Wie man sieht, das habe ich jetzt gerade geöffnet. Ist verpackt in einem Harrods-Papier. Da ist die Rechnung dazu. Bezahlt habe ich dafür 350 Euro. Ja, jetzt kann man sich schon ungefähr vorstellen, welche Marke das sein könnte. Balenciaga, Vêtements. Nein! Wir haben ein Gucci-Piece dabei. Feier ich auf jeden Fall. Ich reiße das jetzt einfach mal auf. Und wenn wir da so drauf sehen, ui, sehen wir, es ist ein schwarzes Shirt. Ich habe mir dieses Gucci Sexiness T-Shirt bestellt. Ja, Freunde, ich meine das absolut ernst. Ja, ich finde es cool. Ich finde es wirklich cool, keine Ahnung. Ich habe es gesehen und mir gedacht, finde ich nice, muss ich haben. I don't know, ich weiß, das gefällt kaum jemandem von euch, aber ich feiere es total. Größe M. Weil ich habe mir gedacht, beim letzten Gucci-Shirt war mir L zu groß. Jetzt werden wir mal sehen, wie das fittet. So. Ja, ich weiß, ich bin mittelgeschert. Ja, fit, fühle ich gleich, ist gut. Ja, fit ist Bombe. Einfach so herumlaufen. Gucci Sexiness, Alter. Ich finde es nice, Freunde. Ich finde es nice, ich weiß nicht. Ich finde auch die Ärmel ganz gut. M passt hier perfekt. Da muss kein L her, sondern fit ist gut. Ärmel, es erinnern mich so ein bisschen an unsere Schnittart, muss ich sagen, nur dass wir mittlerweile noch ein Stück länger sind. Aber Qualität ist in Ordnung. Ehrlich gesagt, wirklich nicht so gut wie M&M. Ohne Spaß jetzt. Aber ja, finde ich ganz witzig. Freunde, Gucci Sexiness. Was sonst? Einfach Gucci alleine. Wenn, dann müssen wir schon sexy sein dabei. Ja, das ist mein Shirt, Freunde.
Keine Ahnung. Habe ich mir gedacht, ist nice, habe ich mir gekauft. Dazu eben die Travis Scott Dunk Low, SB Dunk Low mit den rosanen Laces. Ich glaube, das ist der gleiche Farbton, so ein bisschen Ton in Ton. Finde ich cool. Finde ich einfach cool. Freunde, wir schauen weiter. Jetzt kommen wir zum Hauptpaket des Unboxings, und zwar die Bestellung, die wir bei Farfetch getätigt haben. Da sind ja krasse Sachen drin, wie Chrome Hearts, Sakai und so weiter. Ich weiß selber nicht mehr genau, haben wir 3 oder 4 Sachen bestellt. Ich weiß es nicht, aber wir schauen uns einfach mal rein. Ah, das ist das Paket, Leute. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, wo es aufgeht. Ah, jetzt kann ich aber keinen Anruf gebrauchen. Jo. Aua! Ah! Ah, ganz schön scharfkarten, der Karton. Au! So, wie ihr seht, Leute, das Paket ist komplett vollgefüllt. Da kommt uns gleich mal was entgegen. Was ist das? Aha, ja, okay, das sind Off-White-Shirts. Das ist nicht so wichtig. Da kommt uns gleich mal, Freunde, oh, der Marcella-Hoodie entgegen. Wir haben uns von Mason Marcella einen... Oh mein Gott, wie fett ist der? Von Mason Marcella einen Hoodie bestellt. Der ist richtig, richtig dick. Wenn wir den jetzt rausnehmen. Leute, 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 wie nice ist dieser Hoodie, bitte. So einen Stoff, sowas in der Art habe ich noch nie gefühlt. Ganz, ganz krasses Ding. Da hinten ist noch irgendein Schutz drauf oder so. Also der ist wirklich wild. Hinten haben wir ihn komplett schlicht weiß. Ich brauche unbedingt mehr weiße Hoodies, deswegen habe ich da jetzt ein bisschen zugeschlagen. Stoff absolut dick. Safe eine Grammatur von 500 Gramm oder so. Bezahlt haben wir für den, ich weiß gar nicht mehr, 500-600 Euro oder so. Ich werde ihn jetzt einfach mal anziehen. Weil der ist Next Level, Leute. Boah, das war so ein wichtiges Ding für mich, den zu nehmen. Oh, wenn man da reinkommt. Nice. Und fit, Bombe. Fit ist top. Relativ oversized natürlich, aber kann man auf alle Fälle machen. Stoff fühlt sich wirklich nice an. Ich merke hier, dass sich das anders anfühlt als auf den weißen Parts. Der ist richtig weich, angenehm, top Stoff. Da weiß man, warum man so viel bezahlt hat. Also den finde ich wirklich absolut nice. Top, top. Ich meine, er wäre noch eine Nummer kleiner gegangen, aber ich finde den so auch in Ordnung. Ja. Also das ist jetzt, glaube ich, ein L. Wäre aber M vermutlich auch noch gegangen. Also wirklich ein Top-Hoodie. Wahnsinn. Ha. Gucci Sexin ist wieder am Start. So, Leute, jetzt hatten wir gerade ziemlich nice Quality in der Hand. Jetzt bin ich gespannt. Denn jetzt packen wir den Chrome Hearts Hoodie aus und ja... I don't know, was mich qualitativ erwarten wird. Ich erwarte mir mal nicht allzu viel, aber der war auf jeden Fall doppelt so teurer wie der hochwertige Marcella Hoodie, den wir gerade ausgepackt haben. Nichtsdestotrotz bin ich sehr gespannt. Mein zweites Chrome Hearts Piece hier schon eingepackt, Leute. Ein Chrome Hearts Hoodie in weiß. Auf den ersten Griff fühlt sich das eher an wie ein Bademantel und schaut auch ein bisschen wie ein Bademantel aus, wenn wir uns ehrlich sind. Ich fehlen jetzt nur mal diese Chrome Hearts Badelatschen aus Baumwolle dazu, dann könnte ich mir das gut vorstellen, wie ich damit irgendwo in der Therme chill. Aber ja, Stoff jetzt nicht so eine Katastrophe, lang nicht so hochwertig wie das Ding, was ich gerade in der Hand hatte, aber trotzdem ganz in Ordnung. Wir haben vorne natürlich ganz normal dieses Chrome Hearts Logo, auf der Seite steht dann hier nochmal Chrome Hearts, oder steht da nur Chrome? Ja, steht nur Chrome. Vorne dieses Logo. Und hinten haben wir dann natürlich nochmal fett die 2 Chrome Hearts Kreuze und und unten nochmal Chrome Hearts stehen. Ein Piece, was bei euch absolut gefeiert wurde im Stream. Ich war mir nicht so sicher, ob ich es holen soll, aber Chat hat mich überzeugt, dass man sich ein bisschen was gönnen kann. Ja, nichtsdestotrotz kann man auf alle Fälle mal machen, Leute. Ich habe knapp 1000 Euro dafür bezahlt, ich weiß jetzt nicht mehr genau. Aber jetzt schauen wir uns mal den Fit an. Ist ein L. So, we'll see, Leute, we'll see. Ja, ich merke jetzt schon beim Reingehen, Fit ist voll nice. Ah, das ist absolut in Ordnung. Safe. Der fittet sogar nicer als der Marcella Hoodie, finde ich. Also der geht auf alle Fälle klar. Jetzt, wo ich ihn fühle, finde ich die Quality nicht so schlecht. Also der geht auf alle Fälle klar, Leute. Finde ich gut, kann man machen. Nice. Endlich mal ein Unboxing ohne krasse Fehlkäufe. Also für mich zumindest. Weiß nicht, wie das bei euch ist. Oh, Maximilian verbrennt schon wieder Geld. Und jetzt, Freunde. So, sehen wir, dieser Karton wurde unterteilt in eine zweite Ebene. Und diese Ebene werden wir jetzt auch noch erkunden. Aber wie kriege ich die? What the fuck, das ist so ein Doppelkarton, den kann man auf beiden Seiten. Und jetzt sehen wir es auch schon, hier kommt uns ein Nike-Karton entgegen. Und auf den bin ich schon absolut hyped. Uff, Leute. Wer erkennt, was das sein könnte? Das sind natürlich die neuen Sakai in schwarz gehalten. Bin natürlich sehr gespannt auch schon. Auch für die habe ich bezahlt 500 Euro oder so. Leute. Wie das schon neu riecht. Wahnsinn. Oh.
China. Perfekt. Freunde, das ist der Schuh. Absolut wilder Schuh, wie ich finde. Also das ist von mir ein extremes Grail gewesen. Habe ich mir jetzt geholt. Ich habe ja schon Sakai Sneaker aus der vorigen Generation und die feiere ich immer noch des Todes. Auch mit dem Mesh und dieser Luftigkeit. Obwohl wir hier jetzt nicht mehr dieses Mesh haben, sondern wirklich Leder, einzelne raue Ledervarianten. Dann natürlich dann nochmal so ein sehr durchlässiger Meshstoff. Und klassisch für Sakai haben wir natürlich zwei Swoosh, zwei Sohlen, zwei Laces, zwei Zungen und so weiter und so fort. Das ist halt klassisch dieser Sakai-Style. Da haben wir noch den zweiten Schuh. Auch der wirklich, wirklich cooles Ding. Wir werden zukünftig safe ein paar Bilder auf Instagram folgen. Also schaut auf alle Fälle auf Instagram rein, Freunde. Und das war's, glaube ich, auch schon wieder. Ja, das waren die Pieces, die ich mir in letzter Zeit geholt habe. Einige Dinge sind noch nicht angekommen. Schreibt mir aber unbedingt in die Kommentare, welches Ding euch am besten gefallen hat und welches Shirt, ich sage extra schon Shirt, ja, am schlimmsten gefunden habt. Würde mich auf alle Fälle interessieren. Wenn euch das Video gefallen hat, Leute, lasst auf jeden Fall ein Like da. Abonniert diesen Kanal, seid dabei beim... Jetzt mache ich schon mein Vlogging-Intro. Abonniert diesen Kanal und wir sehen uns dann beim nächsten Video am Mittwoch. Ah, ich verlinke euch jetzt noch hier und hier ein weiteres Video von mir. Und wir sehen uns beim nächsten Video am Mittwoch. Da könnte was Nices auf euch zukommen. Wenn sich das zeitlich schon ausgeht, abhängig von anderen YouTubern, gibt es was Cooles. Ja? Also bleibt auf alle Fälle gespannt. Wenn es nicht ausgeht, gibt es halt wieder Reaction. Wir kennen das Spiel. Freunde, das war's von mir. Wünsche euch einen schönen Tag. Euer Maximilian.